willkommen im Teil 2 des Videos. Hier habe ich eine, aber die meinte ich nicht. Das ist die große. Die bräuchte aber auch mal einen neuen Stiel, weil... Kacke. Ist aber eine schöne Axt. Wo ist denn die kleine dazu? Ich hatte noch eine kleine. Hab ich auch noch gefunden. Ich habe eine große und eine kleine gehabt. Oh, das ist was ärgert mich. Wenn man im eigenen Saustall immer nichts findet. Also die große ist ja auch ganz geil. Wie man sieht. Ah, komm da raus. Hätte ich jetzt ein bisschen Vaseline holen sollen oder was? Alter, diese Öle hier, du willst hier nicht an dieser Werkbank arbeiten. Mann. Hier ist doch morsch. Ja. Hier. Seht ihr das? Das ist absolut morsch. Schade. Aber ein schöner Zombie. Schöne Zombie-Keule. Oder ein Paddel. Der ist schon mal Schrott. Wenn hier irgendjemand meine kleine Axt gesehen hat, dann sagt mir Bescheid. Schreibt sie in die Kommentare. Weil auch wenn ich meinen neuen bestellt hier, aber der ist ja viel zu blöd für den. Da gibt es ja auch größere für. Das ist ja auch nur ein kurzer Stiel. Den habe ich extra für die Kleine. Wo ist denn die Kleine? Da ist er. Und ich hatte bei Instagram gefragt, hier, wie sieht's aus? Soll ich das nur als Deko benutzen? Oder soll ich die nochmal schick machen? Und alle haben gesagt, beziehungsweise Umfrage hat gegeben, wieder aufarbeiten, ist nicht viel Arbeit, machst du fix und dann ist gut. Nur kriegt man dann das Ding wieder drin. Das so. Dann bin ich ja wieder zu blöd für. Aber ich habe auch Keile geholt. Ich muss das alles da drin passen. Reinkeilen. Doch ein bisschen Vaseline nehmen nachher. Das hat nicht so original die Form wie der neue Stiel. Muss ich das denn abschleifen wieder alles oder wie läuft das? Wir werden wieder kundtun. Oh. So, was machen wir mit dem alten Eisen hier? Ja, das ist ja auch ein super schönes Ding eigentlich noch, ne? Und selbst wenn du es nur an die Wand hängst zu Deko. Ich meine, so verrostet wie es wäre, könnte man das gut machen. Könnte aber auch sagen, nö, spann den ein. Schleifen wir den ein bisschen glatt oder so. Aber ich habe nicht Schleifgeräte hier. Ich habe noch Flex und ich kann auch schleifen oder was. Wozu ist denn, was ist denn hier zum Schleifen überhaupt da? Was ist denn hier Schleifgerät? Ja, das ist ja nur Schleifpapier. Ich habe so viele Scheiben, ne? Ich habe keine Ahnung, wozu die alle gut sind. Schutzbrille tragen habe ich. Stein, Trennscheibe. Können wir der Trennscheibe nicht auch schleifen? Hier, der wurde schon mal geschliffen hier. Ach hier, guck mal hier. Metall, Metall. Und das sieht mir nicht nach einer Trennscheibe aus, das sieht mir nach einer Schleifscheibe aus, weil die ein bisschen dicker ist als eine Trennscheibe. So, ist das richtig? Habe ich mir das jetzt selber beigebracht, so richtig? Oder? Wisst ihr was? Ich spanne die jetzt ein und dann werden wir gucken, was passiert. Was bei Flex? Oh. Die fallen gleich 5 Millionen Kabel, wenn er auf dem Schrank. Wie hab ich denn das reingelegt? Ich bin hier eigentlich der Schlüssel für die Flex. So. Das ist nicht der Schlüssel für die Flex. Was ist der Schlüssel für die andere Flex? Wo ist der Schlüssel für die Flex? Das ist doch so ein Scheiß, wenn man die aufpassen kann, ne? Muss ich irgendwo mit in dieser Mühle liegen. Oh Mann, ey. Wie soll ich ja hier auf die Schaufel, soll ich die Schaufel abschleifen oder was? Und die neu machen? Oder? So. Ich bin auf die Suche hier. Müll. Hatte ich hier nicht mal einen Mülleimer? Müll. So. Die Gasbuddel steht hier auch irgendwie im Weg. Ich meine, willst du flexen direkt neben der Gasbuddel? Das ist auch irgendwie Quatsch, ne? Kann man das nicht auch irgendwie anders lösen? Oh. Kann ich nicht zu der Grillkohle, da wo es schon brennt? Schöne Ecke für dich hier. Tschüss. Eine Axt zwischen die Stühle stellt. Wer macht denn so einen Quatsch? Kompressor. Du hast auch mal im Keller gewohnt. Wieso bist du überhaupt hier? Leck mich in den Arsch. Das ist hier Blumensamen. Ich dachte, Kekse. Ich kann gar nicht wundern, wenn die Kinder hier noch Kekse in meine Küche stecken.
Altblech, weg. Acryl, eine schwarze Nuss. Wieso habe ich eine schwarze Nuss? Hier. Habe ich gefunden. Da lag er. So. Schön. Ja, dann brauche ich ja nicht mehr aufräumen, wie ich es gefunden habe. Ein Glück. Orientieren. Oder schmeißen. Muss auf jeden Fall sein. So, jetzt kann man, wie ging denn jetzt die Schutzhülle hier ab hier? Die so. So. So muss das ja gehen eigentlich, ne? Gut. Warte, ich muss mal Kabel legen. Ich habe sogar eine Schutzbrille gefunden. Die lag meine Armbrust drin, aber meine richtige. Damit sehe ich dann auch was. Das ist vielleicht besser als die lila zu nehmen. So, mal gucken. Was da gerade auffällt, da schießt der Funken, ne? Und seht ihr das da? Da trocknen meine Sägespäne zum Anzünden. Ich kann mich auch gleich selber abfackeln. Wir sterben hier gleich alle noch. Ich zuerst! Gott, nee, du warst auch schon trocken. Katastrophe, ey. Kann ich auch hier hinpacken, wo keine Funken hinkommen? Weiß nicht. Eine Badewanne oder so? Die Gasbuddeln interessieren ja nicht, oder? Da kann ja nichts passieren. So, los nochmal hier. Ja, naja, ne? Das kann eine Weile dauern. Kann ja ein bisschen Flugkost ja nicht schaden. Finde ich eigentlich ganz geil, wenn es Patina hat, ne? Das ist alles um den Ruf. So, meine lieben Freunde, jetzt war der Akku natürlich alle und jetzt habe ich natürlich schon mal weitergeschliffen. So sieht das ganze Prachtexemplar jetzt aus. Hier sieht man natürlich noch ein bisschen Patina. Der Rost geht relativ tief, ist jetzt aber nur ein bisschen schwarz. Und das erhalte ich mir, das lasse ich mir auch noch so von beiden Seiten gemacht. Rückseite könnte ich jetzt auch noch machen. Und die Ober- und Unterflächen, wobei da ein bisschen Flugrost jetzt auch nicht so schadet oder ist auch nicht so schlimm. Man kann sich jetzt noch überlegen, ob wir es lackieren wollen. Weiß ich nicht. Könnt ihr ja vielleicht mal entscheiden. Habt ihr Bock, soll es noch eine Farbe kriegen oder nicht? Einen passenden Stiel muss ich noch besorgen und dann ist die eigentlich sogar wieder fit. Beim Schleifen. Passt bitte auf, dass das nicht zu heiß wird, zwischendurch immer mal abkühlen lassen, weil das Metall, wenn es zu viel Wärme bekommt, seine Härte verliert. Habe ich mir auch erst sagen lassen, wusste ich vorher auch nicht. Deswegen nice to know. So, dasselbe machen wir natürlich auch mit der Kleinen hier. Die muss ich dann noch machen. Ja, die ist echt putzig. Ja, schärfen tue ich die nachher am Schleifstein. Mir geht es jetzt noch darum, da der Dings nicht reinpasst. Der hier. Der ist hinten zu fett. Ob ich den nicht noch ein bisschen Material wegnehme, dass das da besser reinpasst. Nur, ich habe zum Beispiel noch nie gehobelt. Ich habe aber einen Hobel da. Weiß ich nicht, ob das. Kann ich das? Gibt es nicht? Ich probiere mal das mal mit so ein bisschen altes Stück aus. Hier, wie Hobel eigentlich funktioniert. Okay, da geht schon mal nix. Hier geht Hobeln eigentlich. Wie funktioniert denn so ein scheiß Hobel? Das ist eigentlich das einfachste von der Welt. Also gehobelt hat er schon. Also würde mich jetzt ja nicht wundern, wenn ich dazu zu blöd bin. So soll das so gehen? So soll ich so tun? Ja, also ich habe jetzt was abgehobelt gekriegt. Naja, mal gucken. Jetzt muss ich das nur das kleine Stück hier vorne, vielleicht ein Stückel abholen. Vielleicht klappt das. Vielleicht ist das eigentlich jetzt total ein Blödsinn. Na gut, wenn man sich alles selber bringt, ist das wahrscheinlich das Lehrgeld, was man bezahlen muss, oder? So, aber der Hobel ist sehr genügsam mit mir. Er macht ganz wenig Material nur weg. Süß. Ich habe ganz wenig abgehobelt. Aber das reicht noch nicht. Hier auch so einen fetten Grat drin. Also hier ist auch so viel Wucherung drin, es ist wirklich ekelhaft viel Grat drin. Da weiß ich gar nicht, wie ich den rauskriegen soll. Also richtige, als wenn das Ding schon mal geschweißt worden ist oder hier ist auf jeden Fall schon gehämmert worden mit, keine Ahnung, wie alt sowas ist. Da komme ich ja mit der Flex nicht ran oder so. Hier bräuchte ich einen Dremel. Ein Dremel wäre toll, ne? Könnte man hier so tun. Ich habe keinen Dremel. Guck mal hier, wir nehmen einfach einen ordentlichen Hammer, hauen da drauf und ist gut. Und grobes Werkzeug. Da können wir auch grob mit umgehen, oder? Hier sind noch alte Haare. Eventuell Federn dran. Ich glaube, das war eine Schlachteraxt.
Alles klar, der ist viel zu fett, den kriegt er niemals durch. Kriegt er niemals bis dahinter. So, den haben wir verkackt. Ich brauche auf jeden Fall einen anderen Stil. Müssen wir gucken, welchen ich dann nehme. So, jetzt erstmal Wochenende angesagt. Den haben wir soweit fertig. Da besorge ich dann auch noch einen passenden Stiel für. Am besten ich nehme beide Teile mit in den Baumarkt. Und dann gucke ich mal. Da sehe ich gleich wieder was, ne? Das habt ihr bei Instagram entschieden, dass ich das machen soll. Das fand ich gut. Das werde ich öfters machen, eventuell. Also guckt da ruhig auch mal rein in den Instagram-Kanal, was ich da für Abstimmungen laufen habe. Und dann könnt ihr mitentscheiden, was wir als nächstes machen. Welche die nächsten Projekte denn so anstehen und so. Bei dem schönen warmen Wetter viel trinken, ja? So, hallo liebe Freunde. Willkommen in Tag 2. Den müssen wir noch machen hier, den Hühnerschreck. Ich nenne ihn mit Absicht Hühnerschreck, weil das war hier wohl mal der Hofkiller. Der war für die Schlachtaufgaben hier zuständig. Hier sieht man auch, die Federn sind noch dran. Den werden wir heute sauber machen und blank polieren. Und ich war so frei, aufgrund dessen, dass ja der gute Stab, den ich aus dem Baumarkt hatte, da habe ich einfach ins Regal gegriffen und habe gedacht, oh ja, Mensch, ich habe doch zu Hause noch die alte Axt, dann nehme ich mal hier noch ein Dings mit. Fertig. Und dann machen wir die Teile, ne? Das war ja der Gedanke daran. Da wusste ich aber nicht, dass die Dinger verschiedene Maße haben. Die gibt es halt in unterschiedlichen Maßen. Beziehungsweise, doch konnte ich mir denken, habe ich mir jetzt aber auch nichts weiter bei gedacht und habe dann halt festgestellt, okay, die Länge ist gut, der Kopf passt nicht und hätte ja zu viel Material hier abtragen müssen. Und habe mich dann nochmal im Internet nochmal kurz ein bisschen belesen und habe was gefunden, was ungefähr passt. Ungefähr, tja, das ist halt das kleinste Kopfmaß, was ich gefunden habe. Aber der Kopf, der hat halt so viele Kerben und keine Ahnung, Beulen gekriegt, dass hier fast nichts reinpasst. Ich weiß gar nicht, wie man das so unförmig hingekriegt hat. Also werden wir das wohl oder übel mit ein bisschen Liebe und Gewalt und ein bisschen mit einem Leinsamenöl bearbeiten, damit das passend wird, gemacht wird. Und dann hoffe ich mal, dass das reicht. Ich hoffe, ich habe genug Keile, weil Keile kamen keine neuen mit, aber ich habe hier 1, 2, 3, 4, das müsste reichen. Keile habe ich genug. Also, wenn ihr sowas machen wollt, dann messt mal ruhig die Länge und die Breite von dem Loch hier aus. Für den habe ich einen relativ langen besorgt. Der passt ja auch gut rein. Sehen wir schon, das passt hier ganz gut. Wir müssen den das aber auch noch mit ein bisschen Leinöl bearbeiten. Folgender Hintergrund: einfach nur aus dem Grund, dass wieder ein bisschen vor dem Wasser versiegelt und vor Feuchtigkeit. A, flutscht das jetzt besser rein, wenn ich es gleich drauf mache. Zumindest ist das die Hoffnung. Ihr kennt es ja, wie das mit dem Ölen ist, ne? Wenn irgendwas nicht, naja, egal. Und es versiegelt halt. Ja, rein theoretisch können wir den ja hier, der ist ja soweit fertig. Den Rücken, den lasse ich rostig. Die Oberflächen, die lasse ich auch rostig. Das ist mir soweit recht. Ja, das lasse ich so. Muss er mir gefallen. Mir gefällt er so. Auf jeden Fall sind wir soweit so gut, ganz glücklich damit. Ich nehme mal ein bisschen von dem Öl hier. Das Tuch. Nicht so viel. Nein. Rein theoretisch könnte man das so ein bisschen tränken. Gerade der Spalt. Darf ich alles einölen? Fliegt einem nachher die ganze Axt aus der Hand, wenn man sie benutzt. So, wo ist mein großer Hammer? So. Gut, soweit, so gut. Ist drin, aber nicht durch. Das gefällt mir soweit. Oh, ist jetzt alles voller Öl. Igitt. Natürlich nicht so gut. Also, es soll schon da, wo es hin soll, aber macht es natürlich dementsprechend auch wieder sauber. Das findet in eurem Kopf statt. Das haben wir. Nehmen wir uns mal hier so einen Keil. Jetzt mal richtig reingeprügelt hier. Ihr seht, passt vielleicht nicht der passende Keil dafür. Aber ich krieg den auch nicht mehr ab. Ich denke, damit habe ich eine schöne Holzfäller-Axt wieder gemacht. Das steht mir auch ein bisschen. Schöner langer Stiel. So, ich habe mal hier noch den originalen Ochsenkopf zum Vergleich. Das ist mein Ochsenkopf.
Das ist mein bevorzugter Spaltgerät, womit ich am meisten spalte. Schöner, schwerer Kopf. Das Holz könnte ein Stück länger sein. Ist aber okay für mich. Der Ochskopf ist ein bisschen schwerer auf jeden Fall. Was hat der? Ich weiß gar nicht, wie viel Kilo der hat. Ja, der hat schon ein paar Dienste geleistet. Der hat schon ein paar Winter mir das Holz gemacht, damit ich es warm habe. Also tatsächlich nutze ich natürlich dann auch die Axt. Ich habe auch noch genug Holz liegen, was noch gespalten werden muss. Ja. Schön. So, jetzt müssen wir den Kleinen noch abschleifen. Das wird dann auch mein Hühnertöter bleiben, denke ich mal. Also das wird dann... Wo habe ich ihn? Hier. Der taugt auch zu nichts anderem, glaube ich. Der hat auch schon so eine komische Form. Ich denke, der wird einfach nur seine Zwecke wieder erfüllen, die er schon immer erfüllt hat. Soll mal einer sagen, ich mache nichts sauber zu Hause. Ah. Ja, der Abbiss, der einmal rüber ist, sieht ja schon ganz gut aus hier. So, Flex. Tut mir leid ey, für die Mühle da im Hintergrund, aber ich weiß immer noch nicht, wohin mit dem ganzen Scheiß. Zwischendurch nicht vergessen, das abkühlen lassen. Na nö, was ist hier los? Was jetzt? Das ist ja... So nee, wieso macht ihr denn sowas? Wozu habe ich denn hier das Test gemacht mal? Ich gehe mal davon aus, dass es relativ gefährlich ist, wenn so eine Scheibe hier in die Ohren fliegt. So was. So, wäre gut, wenn du dran bleibst. So, das haben wir soweit. Schönes Werkstück. Es glänzt wieder. Ganz scharf ist noch nicht, aber da können wir noch was machen. Aber erstmal machen wir den Stiel drauf. Gucken, ob wir das hinkriegen. Ich sage immer wir, ihr bestimmt. Bei mir ist das ja immer so eine Sache. Ich habe den Ansatz hier drin. Das ist okay. Dann ölen wir das Ganze jetzt noch einmal durch. Damit kann ich auch meine gusseisernen Töpfe zum Beispiel behandeln. Leinöl nicht rosten, weil das nicht ranzt. Also Olivenöl und sowas ist immer ganz gefährlich. Das ranzt immer. Leinöl nicht. Sonnenblumenöl natürlich auch nicht. Und ich bevorzuge aber für meine Töpfe Kokosfett, Kokosöl. Riecht gut. Geschmacksneutral, wenn man den nachher erst drin zubereitet. Ranzt nicht. Tolle Sache. Dann gleich hier unser Werkstück drauf. So weit, so gut. Oh, ich sehe das ja gar nicht. Ja, sagt doch was. Hi. Es wird gehämmert. Hi. Ist schlecht, wenn ihr runterfallt. Ich habe nämlich sonst keine Kamera. Das Klirren hier. Das kommt, wenn man hier aufräumt, ne? Weißt du, was da gerade geklirrt hat? Ich habe hier noch so eine Feuerlampe gehabt für draußen. Ich habe eine neue gekauft, ich habe auch noch eine alte, die wollte ich eigentlich restaurieren. Die hier, die sieht ein bisschen schäbig aus. Die ist ein bisschen oll. Jetzt kann ich sie in die Tonne hauen. Jetzt habe ich Glasmilch auch noch weggehauen, jetzt ist es kaputt gegangen gerade. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, die Scheiße zu restaurieren. Nö, mir doch egal. Ach so, das ist immer ärgerlich. Kommt doch von meiner ganzen Mühle hier. Oh, jetzt muss ich hier weiter hämmern. Der ist so widerspenstig, kriegt er niemals durch. Da sifft das Öl schon wieder. Ey, der passt da einfach nicht drin. Das ist schon der kleinste, den es gibt, ey. Mit viel Gewalt. Ganz viel. Niemals kriege ich den da rauf, Alter. Viel locker, weiß ich wie viel, 100 cm. Vor allem kriegst du noch keinen Keil mehr rein. Der ist zu dick hier da unten hin. So eine Scheiße. Ich hole mal die Flex. So, dann schauen wir mal. Mal nicht da, wo wir hinwollen. Die Frage ist, reicht mir das eigentlich, ist das eigentlich fest genug, wenn das einfach so reingeprügelt ist oder fliegt mir die Axt um die Ohren? So, ich lasse das jetzt so. So. Ha. Ich habe das Schärfen vergessen. Ich wollte euch ja unbedingt noch die Axt schärfen und habe mittendrin dann aufgehört. Man war schon spät und so weiter.
Nehmen wir uns mal die große Axt hier vor. Gut geworden ist mit dem großen Kopf, finde ich. Also mit dem großen Stiel. Super. Und die wieder angemeckert hier an der Werkstatt. Masken du hier drin? Los, raus. Mark, 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 mark. Die kleine Axt, die packe ich wirklich mal an ACTA. Die ist nicht so ganz was geworden. Der Stiel, der passt nicht so wirklich rein. Ich habe bis jetzt immer noch keinen kleineren Stiel gefunden. Ich habe nochmal geguckt. Leider finde ich nichts in der Größe, wie ich es bräuchte. Ein bisschen schade, weil da hätte ich den Axtkopf auch so lassen können. Dadurch, dass ich aber genug kleine Äxte habe, stört mich das Projekt nicht so, dass das so ins Wasser gefallen ist. Ey, hat die mir jetzt hier in die Werkstatt geschissen? Du Ekel! Du Ekel! Ja, du hast mir da hingeschissen! Ferkel. So eine Ferkelente, also wirklich. Also wie gesagt, die kleine Axt, die möchte ich aus Sicherheitsgründen natürlich nicht in die Benutzung nehmen, weil ich Sorge habe, weil ich sie jetzt nicht festkeilen konnte, dass mir das Ding irgendwann um die Ohren fliegt. Deswegen bleibt sie zu Deko-Zwecken irgendwann mal so liegen. Schade. Und die große, ja, die ist ja gut geworden, die machen wir jetzt noch scharf. So, Gudi, scharfes Blatt, schnell angeschliffen. Gucken wir mal, ob es auch weghaut. Muss man nochmal drüber gehen, hier ist noch ein bisschen Draht. So, wir gucken mal, ob ich damit was klein gehackt kriege. Wir haben noch einen alten Hauptplatz gefunden. So, also wie ihr seht, die Axt leistet einwandfreie Dienste. Schön, schön, dass wir das geschafft haben. Das sollte ja Ziel und Sinn und Zweck der Sache sein, dass wir wieder eine Axt zum Leben erweckt haben. Fünftigen Stiel dran, wieder scharf, glänzt ein bisschen, erfüllt seinen Zweck. Ob ich jetzt nur den richtigen Weg bis dahin gewählt habe oder nicht, sei mal dahingestellt. Für so einen Typen mit zwei linken Pfoten bin ich ganz zufrieden. Ja, schade, dass das mit der kleinen Axt nichts geworden ist. Da gucke ich vielleicht noch, ob ich da noch einen passenden Stiel finde oder nicht. Auf jeden Fall habe ich hier noch genug Holz zum Kleinmachen und zwei gut funktionierende Spaltäxte, mit denen ich das bewerkstelligen kann, und das ist natürlich super. Also wer mir jetzt helfen möchte beim Holzhacken, ich habe noch eine Axt für ihn liegen. So, ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein paar Kommentare da, wenn ihr Bock habt, oder lasst ein Like da, wenn ihr Lust habt. Ich freue mich auf jeden Fall, immer wieder neue Videos für euch zu machen zu dürfen und zu können. Und natürlich auch über dieses positive Feedback, was ich von einigen bekomme. Bin ich sehr dankbar für. Ja? Also nochmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.